Venus in Fische, Zeit der Ruhe, Raum der Stille. Wenn die Venus durchs Zeichen Fische läuft, dann haben wir so 3 bis 4 Wochen Zeit, einen besonderen Raum aufzusuchen und die Kraft dieses Raumes besonders tief zu erfahren, nämlich den Zeitraum der Ruhe und der Stille. Es ist uns zu anderen Zeiten oftmals gar nicht möglich, zu einer wirklich tiefen Ruhe zu gelangen. Wir sind von Plänen, von Ideen, vom Alltag zu sehr eingenommen oder auch abgelenkt und finden sogar dann, wenn wir Zeit haben, in diesen Raum einer wirklichen Ruhe nicht hinein. Vielleicht setzen wir uns sogar hin, um zu meditieren, um anschließend wahrzunehmen, da waren so viele Gedanken, Überlegungen, da war dieses berühmte Gedankenkarussell wieder so aktiv, da ist einfach keine Ruhe entstanden. Und so gehen wir dann doch lieber wieder ins Aktive, in den allseits beliebten Aktivismus. Nun aber, wenn die Venus das Zeichen Fische betreten hat und idealerweise vielleicht auch noch der Mond in Fische dazukommt, dann öffnet sich die Pforte, um diese Ruhe nun einmal wirklich lebendig, kraftvoll zu spüren und tief zu erleben. Und so möchte ich mit dir, wenn du magst, jetzt so einen Raum der Ruhe betreten mit einer ganz einfachen Übung, die du überall dort machen kannst, wo es einigermaßen Zurückgezogenheit für dich gibt, ob im Sitzen, im Liegen, im Stehen, ganz egal, einfach so, dass du es bequem hast. Du hörst den Klang und wenn das Hören nach innen geht, dann lauschst du auf den Klang. Der Klang strömt in dich hinein, in deinen Innenraum. Du atmest und spürst deinen Atem. Einfach so, wie er gerade ist, ohne dass du ihn groß verändern müsstest. Du atmest ein, hinein, nach innen, du atmest aus, hinaus, nach außen.
Du kannst den Raum der Ruhe aus drei ganz einfachen Dingen bauen. Aus Atem, indem du deinen Atem einfach wahrnimmst. Zum zweiten aus Fühlen, indem du deine Körperzuständigkeit fühlst. Ganz einfache Dinge wahrnehmen, den Wärmezustand, schwer oder leicht, weit oder eng. Angespannt oder entspannt und so weiter. Alles, was dein Körper dir gerade so an Information geben möchte. Und zum dritten bildet sich die Ruhe im Lauschen nach außen, im Lauschen in deine Umgebung hinein. Und die ist vielleicht nicht nur still. Da gibt es vielleicht Geräusche, Töne, Gesprächsfetzen aus der Ferne, was auch immer. Einfach wahrnehmen, lauschen. Und du bist im Zentrum dieses Lauschens. Atmen, fühlen, lauschen. Und wenn du magst, kannst du in diesem Atmen, Fühlen, Lauschen dir einen Raum der Ruhe auch bildlich vorstellen, in den du jetzt innerlich hineintrittst, nachdem du ihn zuerst in deiner Vorstellung hast entstehen lassen. Alles, was spontan kommt, ist völlig richtig. Ob das ein schlichtes Symbol ist, eine geometrische Form oder ein Baum, eine Landschaft, eine Farbe. Alles, was dir ein tiefes Gefühl von Ruhe erzeugt. Ist richtig. Und sei du innen in diesem Raum der Ruhe. Verweile dort. Atme dort. Heile dort deine Unruhe. Und wenn du dich dort wohlfühlen kannst, dann verweile in diesem Raum der Ruhe, solange es dir gut tut. Bis die
Ruhe tatsächlich in den Zellen deines Körpers spürbar wird und in dich sickert, sodass du und dein Körper immer mehr selbst zum Raum der Ruhe werden. Du kannst diese Übung natürlich auch viel länger machen. Jetzt möchte ich sie beenden, indem du wieder zurückkehrst in deinen jetzigen Zustand. Und wenn du magst, noch auf ein paar Worte lauscht, die auf andere Weise ebenfalls einen Raum der Ruhe und der Stille beschreiben. Worte von Rilke, in denen er das Ding beschreibt und eben die ruhige innerliche Kraft, die einem Ding entströmen können, wenn wir uns ganz auf dieses Ding einlassen würden. Und so sagt Rilke: Dinge. Indem ich das ausspreche, hörst du? Dinge. Entsteht eine Stille. Die Stille, die um die Dinge ist. Alle Bewegung der Welt verwandelt sich in Kontur und die Zeit, aufgenommen von der großen Gleichzeitigkeit des Raumes, zeigt ihren ganzen Kreis und kehrt in sich selbst zurück. Aber noch fühlst du die Stille nicht, diese Weite, diese Verwandlung. Das Wort Dinge bedeutet dir noch nichts. Zu vieles drängt auf dich ein und zu Gleichgültiges. Und da bin ich froh, dass ich die Kindheit angerufen habe. Nur sie kann mir helfen, dir dieses Wort Dinge ans Herz zu legen, als der Liebsten eines. Mit dem Anrufen der Kindheit meint Rilke natürlich, dass wir als Kinder zu Dingen einen ganz anderen Bezug hatten, dass da Dinge für uns ganz leicht lebendig waren, dass wir Dinge so spüren konnten, dass sie eben ein Zauberhaftes waren, dass sie voller, geheimnisvoller Fantasie belebt waren. Und da schließt sich der Kreis wieder zur Venus in Fische. Die Venus steht ja für Schönheit, für Ästhetik, aber auch für sinnlich Berührbares. Besonders die Stier-Venus gibt uns den Bezug durch das Greifen und Ergriffenwerden. Den Bezug zu einfachen Dingen, das tiefe, innige Spüren von Gegenständen oder von ganz lieben Dingen wie Kuscheltieren, Puppen oder auch zu Lebendigem wie zu Tieren.
Auch das versteht Rilke in gewisser Weise noch unter dem Begriff Dinge. Die Venus in Fische, dieser ganz besondere, magische, wunderschöne Raum, lässt uns über die Dinge dann Beziehung zu uns selbst finden und Beziehung zu anderen verschönern, verbessern, vertiefen. Und das wäre die Venus in Waage. In Stier und in Waage herrscht die Venus, aber im Zeichen Fische ist sie erhöht. Da kann sie zur Höchstform auflaufen. Und die Höchstform der Venus ist Liebe, kosmische Liebe. Über den Bezug zu den Dingen und zur inneren Ruhe entfalten wir die Liebe zu uns selbst, die Liebe zur Natur und genauso natürlich die Liebe zu anderen Menschen. Genießt die Zeit mit Venus in Fische. Nützt diese Zeit, um ein wenig etwas von diesem Zeitraum der Ruhe und der Stille in euch zu verankern. Danke fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Alles Liebe wünscht euch Martin.